Orientalische Klänge, Hüftschwung und exotische Kostüme. Bei diesem Tanzstil handelt es sich nicht um klassisch-orientalischen Bauchtanz, sondern um einen noch recht unbekannten Gruppentanz, Tribal. American Tribal Style, das ist Improvisationsformat, ist eigentlich wie, wenn man eine andere Sprache lernt. Das ist, wir haben die einzelnen Bewegungen, das sind quasi die Wörter. Wir können mit jeder Tänzerin weltweit, die ATS tanzt, miteinander improvisieren. Zwar hat jeder so ein bisschen natürlich seinen Dialekt auch, aber vom Grund her sind alle Bewegungen, alle Formationen, alle Variationen gleich. Und das ist einfach was, was ich einfach super stark finde. American Tribal Style, kurz Tribal, ist bereits in den 60er Jahren in Amerika entstanden. Es vereint Bewegungselemente von Flamenco und Folklore. Vor allem finden sich darin aber orientalische Einflüsse. Seit Anfang 2011 unterrichtet Tanzlehrerin Virginie Violette Tribal auch in Freiburg. Sie ist mit viel Engagement und Einsatz dabei. Es ist einfach toll, ich kann mich jetzt selber verwirklichen und so die Ideen teilen und auch mit der Gruppe arbeiten. Und wir haben jetzt so unsere ersten kleinen Auftritte. Und es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, weil man wächst auch wirklich zu einer Gruppe zusammen. Ich empfinde das einfach als ganz, ganz stark und habe das so in anderen Tanzformen noch nicht erlebt. Wenn dann wieder auseinandergeht, kann wieder jede ihre neue Position. Der synchrone Gruppentanz hat dabei eine Besonderheit, die ihn vom klassischen Bauchtanz unterscheidet. Der Unterschied ist aber, dass es gibt keine Choreografien, sondern es wird improvisiert getanzt mit Cues. Das sind Zeichen, meistens entweder die Arme, Kopfbewegungen oder Ausrichtungen des Körpers, die der Gruppe, die mit einem Tanz zeigt, was als nächstes kommt. Das heißt, es sieht choreografiert aus, ist aber improvisiert. Die Gruppe zu führen ist aber nicht nur der Tanzlehrerin überlassen. Durch Drehungen kann jede Tänzerin auf die erste Position gelangen, um die nächsten Bewegungen zu bestimmen. Auch die Studentin Anne kommt dabei zum Zug. Vom American Tribal Style war sie von Anfang an begeistert. Also dieses Stolze und Kraftvolle und dieses, ja, dieser starke Ausdruck des Tanzes, das finde ich einfach genial. Und dann auch das Miteinander tanzen, das ist so, dass es den Tanz so besonders macht, dass sich da so eine Spannung aufbaut und man nicht weiß, was passiert. Also wenn man die Tänzerinnen kennt, dann ahnt man manchmal vielleicht schon, was als nächstes kommt, aber manchmal gibt es auch Überraschungsmomente und das ist so, ja, das macht so den Reiz eigentlich aus. Ich finde auch ganz arg, dass es auch wirklich das Selbstbewusstsein stärkt und auch man sich anders in seinem Körper fühlt und auch anders irgendwie zurechtfindet. Also seit ich tanze, habe ich das Gefühl, ich bin bei mir selber angekommen.